Hallo und herzlich willkommen in Weisenheim am Berg. Für mich das schönste Örtchen der Pfalz. Mein Name ist Bernd Werum. Wir stehen hier vor dem Admiral. Und das ist ein historisches Gebäude. Und zwar aus dem Jahre 1770 war es früher das Jagdschlösschen der Kurfürsten und Grafen von Leiningen. Viel später dann hat es unser Admiral, daher auch der Name, Admiral Neumeier, bezogen mit seiner Schwester und hat da drin seinen Lebensabend verbracht. Admiral Neumeier ist bekannt dadurch, dass er auf dem Pol die Station gegründet hat und in Hamburg und Melbourne die Seewarte jeweils. Und in Hamburg war er dann später auch Direktor. Inzwischen ist es ein renommiertes Lokal und das Pächter-Ehepaar Holger und Martina Stehr haben es mit Fleiß und Qualität zu einem Sternelokal gemacht, wo sie im letzten Jahr den Stern von Michelin erhalten haben und in diesem Jahr wieder. Zum Admiral zu sagen ist noch, das heißt also, der ist ein echter Pilzer gewesen, genau wie ich. Ich bin als echter Pilzer Bu am Weihstock großgezogen, drum bin ich auch heut immer zu, so lustig und so froh. Mit Pilzerwei und mit Humor, da kommt ihm alles leichter vor. Noch mehr Stück Glas mit Garantie, blüht da mein Fantasie. Ich denk mal, wenn ich so sitz und trink mein Schäppel leer, wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Wann ich mal in der Trinke geh, dann schenkt mei all die gleich. Und wann ich nachts im Hausgang steh, dann ruft sie, komm bloß rei. Und wann sie dann ach tobt und zankt und meint, die Hälfte hätt angelangt, sag ich ihr, weil sie's hören möcht, wisch Aldi, du hast recht. Ich breich der Peitke Trippel mehr und tät mir gar nicht schwer. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Ach Gott, was sind die Leute so bang, wann's mal ans Sterbe geht. Dort zittert mir schon wochenlang, mir bet und fleht. Und weil mir weiß, ist noch aus, will mir aus der Welt nicht naus. Und ach, den guten Pelzerwei, den lust mir nicht gern sei. Das ist halt ganz verkehrt gemacht, das Sterbe wär nicht schwer, wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Und komm ich wirklich mal da nuff und steh am Himmelsrand, dann sag ich, Petrus, mach mal auf, ich komm vom Pelzerland. Mein bester Freund, ich sag das gleich, das ist mein guter Pelzerwei. Die Welt da unten ist ganz toll, ich hab die Nase jetzt voll. Ich wär schon früher zu dir kommen, das sag ich dir auf Ehr. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Wann in dem großen Himmel bloß eine kleine Wirtschaft wär. Also ihr Leute, unser Weisenheim am Berg hat auch sehr viele Vereine. Und es ist mit dem Grund, dass ich fast jeden Abend fort kann. Am liebsten wäre mir natürlich ein Winzerverein. Aber das gibt es in Weisenheim am Berg nicht. Dafür gibt es viele gute Winzer, fleißige Winzer, die einen hervorragenden Wein machen. Und einer davon ist mein Freund Willibald, bei dem stehe ich jetzt gerade im Keller und trinke einen Muscateller. Und es reimt sich sogar, gell? Ein Weisenheimer Muscateller. Zum Wohl. Ich bin im Turnverein schon ewig als Kassierer. In unserem Männerchor sing ich den zweiten Bass. Und in der Jugendgruppe, da bin ich erster Führer. Ja, so ein Ämtchen, liebe Leid, das macht halt Spaß.
In unserem Fußballclub bin ich als Linienrichter und bei der Feuerwehr, da bin ich Kommandant. Da sind die anderen Männer lauter kleine Lichter. Ich bin ein gesuchter Mann mit Gritz und mit Verstand. Ja, liebe Leid, ich hab den Bogen prima raus. Ich hab stets Grund und geh fast jeden oben aus. Ich hab heute oben wieder Sitzung um 8:30. Ja, da muss ich hin, da ist Besprechung vom Freund. Da kann meine Frau mir gar nichts sagen und kann nicht schelten. Da gibt's kein Krach, in der Sache hab ich zu melden. Ich petz mit Seelenruhm mal zwei, drei Schoppen weit. Die Alte sieht's ja nicht, da darf kein Weibsbild neu. Und wenn's mal später wird, dann sag ich eventuell, wie bei der Sitzung, Aldi, geht's halt nicht so schnell. Tut mal meine Frau in aller Früh schon mit mir streiten und steht zur Mittagszeit kein Teller auf dem Tisch. Dann greif ich nicht wie mancher Mann, ich lass mich scheiden. Ich sag keinen Ton dazu, bei mir wird nicht gekriegt. Ich hab mein Mittelchen dann stets noch in Reserve und bei dem Zauberwort verhalte ich mich ganz still. Ich weiß genau, das klappt und schont meine gute Nerven. Da kann die Alt von mir aus toben, wie sie will. Und wenn's dann Zeit, dann hol ich aus zum großen Schlag. Ich zieh mich um und setz mein Hütchen auf und sag, ich hab heute oben wieder Sitzung um 8:30. Da muss ich hin, da ist Besprechung vom Freund. Da kann meine Frau mir gar nichts sagen und kann nicht schelten. Da gibt's kein Krach, in der Sache hab ich zu melden. Ich petz mit Seelenruhm mal zwei, drei Schoppen bei. Die Alte sieht's ja nicht, da darf kein Weibsbild neu. Und wenn's mal später wird, dann sag ich eventuell, ist bei der Sitzung, Aldi, geht's halt nicht so schnell.